So, herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Wie gesagt, ehe wir die Quest im gefallenen Arm machen, werden wir uns jetzt um Harmoniegespräche in dieser Welt kümmern. Schlechtes Gewissen lautet dieses Harmoniegespräch zwischen Wayne und Charla, wo Rosa Wölkchen vorausgesetzt ist. Was ist los, Charla? Ich musste gerade daran denken, wie Kolonie 6 früher aussah. Du meinst, als du noch dort gelebt hast? Ja, heute sieht alles so anders aus als damals. Willst du bleiben? Das klingt, als wolltest du bleiben und beim Wiederaufbau helfen. Zugegeben, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich werde nicht hier bleiben. Warum nicht? Ich wette, die Leute aus dem Lager hätten dich gerne da. Mag sein, aber ich kann nicht zurück. Nicht bevor wir diesen Krieg an Ende bereitet haben. Vorher würde mein Gewissen keine Ruhe finden. Sei nicht so streng zu dir. Mag es sein, dass diese Schlacht wichtig ist, aber jeder braucht mal eine Pause, oder nicht? Schon gut, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich sollte mir nicht zu viel auf einmal vornehmen. Sehr gut, du lernst schnell. Ich will ja auch nicht, dass du es dir Sorgen machen musst. Gut so, ich lasse nicht zu, dass meine Freunde sich übernehmen. Ach, Freunde sind wir also. Ja, sind wir doch, oder? Hey, warum lachst du? Oh, nur so. Du heiterst mich einfach immer auf, Wayne. Ich habe das Gefühl, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Aber egal, Hauptsache es geht dir gut. Ja, flirtet schon sehr offensichtlich. Wir haben ja drei Pärchen hier. Der hundertste Pärchen. Schalk, Fiora, Dunben, Melia und Wayne, Charlo, weil sie sich wohl erst komplett lösen kann, wenn wir dann auf Gadolt getroffen haben. Der dementsprechend höchstwahrscheinlich sterben wird. Aber schauen wir mal. Nee, immer noch Rosa Wölkchen. Aber gut. Hier bei der Oase Roh gibt es eins zwischen Dunben und Charla. Denn Dunben hat bei Charla bereits Herzchen. Bei Melia gerade mal grün. Wayne hat bei Charla noch kein Herzchen. Schaut bei Fiora auch noch nicht. Dafür bei Charla und Ricky. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Aber gut. Ansehen, diese Erinnerung. Quatsch, Erinnerung. Ja, das heißt Erinnerung. Ich war schon einmal in diesem Ort. Ein einziges Mal. Ja, wann war das? Vor langer Zeit. Aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich war mit Fiora hier. Sie war damals noch ein kleines Kind. Ihr seid von Kolonie 9 hierher gewandert? Das war aber ein weiter Weg. Allerdings. Wir sind in Todesangst durch die Tephra-Höhle gehastet. Und danach waren wir plötzlich hier. Was war passiert? Ich meine, falls du darüber sprechen willst. Wie lange mag das her sein? 12 Jahre? Die Mechon hatten angegriffen und wir mussten fliehen. Ach so, ich verstehe. Ich war noch klein, aber an den Tag kann ich mich auch erinnern. Die Mechon kamen unserem Haus immer näher. Es schien aussichtslos. Und dann seid ihr einfach losgelaufen? Ja, aber auf dem Weg zum Bunker blieb Fiora plötzlich stehen. Sie hat etwas zu Hause vergessen und wollte zurück. Wohl etwas sehr Wichtiges. Sonst wäre sie sicherlich auf eine so gefährliche Idee gekommen. So ist es. Es war ein Andenken an unsere verstorbene Mutter. Wir konnten es nicht zurücklassen. Warum hast du Fiora nicht zum Bunker vorgeschickt? Du hättest alleine zum Haus zurücklaufen können. Dafür war keine Zeit. Außerdem... Außerdem? Sie wollte sich nicht von mir trennen. Als ich sie vorschicken wollte, fing sie heftig an zu weinen. Also habe ich sie auf den Rücken genommen und bin losgelaufen. Wow, was für eine Geschichte. Du bist wirklich ein Held. Für alle Homs, aber besonders für Fiora. Findest du? Ich danke dir, Charla. Ja, die waren eh schon herzlich, da wird wohl kaum noch was steigen, aber das war dieses nette Harmoniegespräch. Auch dieses Harmoniegespräch findet zwischen Dunben und Charla statt. Hier ist jedoch nur Rosa Wölkchen notwendig. Dunbens rechter Arm. Dunben, wie geht es eigentlich deinem Arm? Meinem Arm? Die anderen haben mir erzählt, was damals passiert ist. Vor einem Jahr im Schwertal. Es muss sehr schmerzhaft gewesen sein. So schlimm ist es nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, meine linke Hand zu benutzen. Ich komme gut zurecht. Dank des Monadogu konntest du die Schlacht damals entscheiden, aber der Preis war hoch. Mein Verlust war ein geringer Preis für unser Ziel. Dann steht es also doch so schlimm um den Arm. Ich bereue nichts. Ohne das Monado hätten wir die Mechon nicht zurückgeschlagen. Ich habe getan, was ich tun musste. Wieder so ein dramatischer Spruch. Immer musst du so stark tun. Ohne euch wäre ich heute nicht einmal mehr dazu in der Lage.
Und dann plötzlich solche Bescheidenheit? Findest du das unpassend? Nein, eigentlich finde ich es sogar ganz süß. Eine Bitte. Sag Wayne nichts von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich will ihn nicht enttäuschen. Gut, ich schweige, versprochen. Was? Wieso Wayne enttäuschen? Hä? Blicke ich jetzt nicht ganz. Hier beim Agni-Denkmal befindet sich ein Gespräch zwischen Milia und Schalk. Benötigt ist hierfür lediglich der kleine grüne Smiley. Hätten wir nicht schon lange machen können, aber gut. Du wirkst bedrückt, Milia. Vergebt mir, Schalk. Ich bin heute nicht ich selbst. Ist irgendwas geschehen? Ja, ein Ereignis, das in der Vergangenheit liegt. Hier ließen einst meine vier Leibwächter ihr Leben für mich. Oh, sie sind im Kampf gegen diese Telethia gefallen, richtig? Ja, bis zu diesem Tag waren die vier meine ständigen Begleiter. Sie waren mir treue Freunde. Ich trauere oft um sie. Sie haben auch rumkommentiert. Sie waren bestimmt großartig. Ja, was wohl? Ja, das waren sie. Gemeinsam verbrachten wir viel Zeit im Kaiserpalast. Ihr müsst euch wirklich sehr nahe gestanden haben. Ich weiß, wie weh es tut, liebgewonnene Freunde zu verlieren. Schalk, darf ich euch um eure Unterstützung bitten? Ich würde meinen Brüdern gerne die letzte Ehre erweisen. Natürlich, Milia, ich bleibe hier bei dir. Ich danke euch, Schalk. Meine gefallenen Brüder, ich gelobe, das Beste aus meinem Leben zu machen. Aus dem Leben, das ihr gerettet habt. Wachet über mich. Ah, wie schön. Das war doch nett. Dieses Gespräch findet zwischen Ricky und Wayne statt, deswegen soll ich ihn auch wieder reintun. So. Nein, Schalk möchte ich raus. Irgendwie glaube ich immer, Schalk ist rein, dass Schalk rechts ist, was er gar nicht ist. Aber gut. Der Plan mit dem Kristall. Ansehen. Dann haben wir immerhin 2 von 3 im Wald von Mark das schon erledigt. Rein, dort! Großer Ätherkristall! Hey, der ist echt ziemlich groß. Ricky will Kristall haben, mit nach Hause nehmen. Was willst du denn damit? Ricky verkauft ihn und zahlt damit Schulden an Dorfbewohner zurück. Ach stimmt, hatte deine Schulden fast vergessen. Na, mit dem Kristall machst du bestimmt ein kleines Vermögen. Ricky wird reich! Naja, einfach so verkaufen kannst du das Ding nicht. Unverarbeitet ist so ein Kristall so gut wie gar nichts wert. Wieso nicht? Er muss erst in den Ätherofen. So ist das eben mit den Ätherkristallen. Aber zu Juwelen verarbeiten bringen sie ordentlich Bares. Aber Dorf hat keinen Ofen. Oh, richtig. Kein Ofen. Wenn Dorf Ätherofen besorgt, dann rosige Zeiten für Dorf. Aber klar doch, euer Dorf würde über Nacht steinreich werden. Dann könntet ihr auch eine neue Pollenfabrik bauen. Und alle Dorfbewohner wären glücklich. Neue Pollenfabrik. Ricky Hunger auf Pollenkuchen. Pollenkuchen für Jungbauern und Ocker. Da fällt mir ein, sind Ätherofen nicht total teuer? Oh, ups, das war lieber besser für mich. Ja, wir haben ja einen transportablen. Aber gut. Wow, unter 4 Augen. Okay. Ja, ganz schnell. Bevor es dieses Megafisch erwischt. Hier auf der Schlafdracheninsel haben wir ein Gespräch zwischen Wayne und Ricky erneut. Flieg, Fischlein, flieg. Wo eine grüne Harmonieleiste ausreicht. Ein grünes Gesichtlein. Hey, Ricky. Was machst du denn da? Schau, ganz viele Fische. Ricky sieht Flügelfische aus Wasser springen. Schau. Ich sehe nichts. Außerdem Fische mit Flügeln, sowas gibt's doch gar nicht. Scherzkeks. Augen aufmachen. Schau, Fisch fliegt. Tatsächlich, die können ja wirklich fliegen. In Dorf und Wald gibt es keine Fliegfische. Es ist Seltenheit. Stimmt, hier habe ich auch noch nie einen. Da habe ich auch noch nie einen gesehen. Dann gibt's nur eins. Wir fangen einen und grillen ihn. Gleich hier und jetzt. Ricky will gleich 5 Stück. Dann los. Zeigen wir den Fischen, wer die besten Angler auf Bayonis sind. Ah, nein. Was ist denn los, Kleiner? Ricky erinnert sich gerade. Alles mit Flügel ist für Noppon besonders. Ricky ist Fliegfisch. Ricky bekommt Ärger. Von wem denn? Keiner sieht uns. Nein. Dunga wird bestimmt böse. Aber Ricky Bauch knurrt. Dann mach doch einfach. Ich sag's doch keinem. Aber du musst mir dann auch ein paar Fische abgeben. Ricky nicht froh, aber hungrig und Hunger stärker als Gewissen.
Ricky fängt meinen gleich alle Fische von der Nase weg. Das war so klar. Sobald es ums Essen geht, bist du dabei. Lol. Naja, weg hier. Bloß weg hier. Ein weiteres Harmoniegespräch findet sich hier, was Wayne und Charlotte, Quatsch, damit und Charlotte machen können, wenn sie ein grünes Gesicht einhaben. Ein wertvolles Geschenk. Hätten wir eigentlich schon alles da schon machen können. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ach so, weil er so dachte, es war am Steck gefunden, das stimmt. Was ist mit dir dann, Man? Du siehst so zufrieden aus. Tue ich das? Ja, nun sag schon, was ist los? Fiora hat mir ein sehr interessantes Geschenk gemacht. Also sieht das erst möglich, sobald Fiora dem Team beigetreten ist. Oh, was denn? Ein seltenes Insekt. Man findet es nur in der Nähe von Kolonie 9. Willst du es einmal in der Hand halten? Oh nein, ich kann ein solches Getier nicht ausstehen. Na gut, sag mal her. Das ist aber eine seltsame Art. In Kolonie 6 gibt's die nicht. Sie wusste noch genau, für welche Spezies ich ein Fable habe. Deshalb bist du also so gut gelaunt. Freust du dich nicht über schöne Geschenke? Doch, natürlich. Aber ich hasse es, wenn man mir etwas gibt, was ich nicht mag. In solchen Momenten weiß ich nie, was ich sagen soll. Das kenne ich. Wenn mir zum Beispiel jemand Obst schenkt, dann überlege ich sofort, wie ich es unauffällig loswerde. Aber der Gedanke zählt. Das ist wahr. Aber manchmal führt selbst die beste Absicht in eine Sackgasse. Letztens hat Schalk Ricky einen Teil einer antiken Maschine geschenkt. Was soll Ricky denn damit? Der freut sich doch nur über Sachen, die er essen kann. Genau. Ricky hat mich dann ganz hilfesuchend angeblickt. Ich musste laut loslachen. Schalk, manchmal fehlt ihm ein bisschen der Durchblick. Irgendwie niedlich. Allein Fiora hat er noch nie etwas Unangebrachtes geschenkt, oder? Hm, da könnte er sich auf jeden Fall was anhören. Dir liegt viel daran, dass die zwei sich vertragen, oder? Ja, schon. Denn wenn ich Fiora jemandem zur Braut geben will, dann ihm. Ja, immerhin schon alles durchgeplant. Was ist? Nein, nein, nichts. Ich habe nur gerade überlegt, was für Dinge Fiora eigentlich mag. Also lustige Gespräche, wirklich. Ein weiteres Harmoniegespräch findet sich hier. Was stattfindet zwischen Ricky und Charla, nicht dann Ben. Ich weiß auch nicht, warum ich den Falschen schon wieder ausgetauscht habe. Aber zwischen Ricky und Charla benötigt wird ein grüner Smiley. Mehr nicht. Also, Blüten des Erythmeers. Hm, Blume riecht viel Feuer. Ricky fühlt Leidenschaft. Leidenschaft? Ricky, geht es dir gut? Ricky mag Blumen. Ich mag... Oh, Mist, hab ich vergessen nachzuschauen, was ich eigentlich nehmen muss. Wartet kurz. Okay, es ist natürlich, ich mag Blumen auch gerne. Das war zu, bei mir auch zu 98%. Gleich wird trotzdem was sicher gehen. Nicht wahr? Blumen, ganz lecker Schmecker. Ach, du meinst zum Essen? Ja. Oder Ricky schenkt... Ricky schenkt Frauchenpon. Noppon braucht. Ricky bringt Blumen mit heim. Ocker hängt an Wand. Das ist aber schön. Du bist ein guter Ehemann. Oh, das ist nur ein Kompliment. Ricky, gutes Mädchenpon? Vielleicht. Manchmal. Diese Blumen sind wunderschön. So ein herrliches Blau. Das würde Melias sicher gefallen. Willst du ihr nicht deinen Kopfschmuck flechten? Ja, meine Freundin mag ja The Black Magic, die Rosenart. Melly? Sie wird sich sicher freuen. Au ja! Will ganz liebreizendes Schmuck machen für Melly. Das wird ihr gut tun. Sie wirkt immer so ernst. Aber sie hat auch viel durchgemacht. Sie sollte offener mit ihren Gefühlen umgehen. Ja, Melly, liebe Vogelfrau, sehr tapfer. Komm, ich helfe dir. Suchen wir noch mehr Blumen, die ihr stehen würden. Ja, Blumen pflücken mit Charla. Melly soll freuen. Das wird sie mit Sicherheit freuen. Gut. Ich denke, es ist aber auch mal an der Zeit, dass wir den Part beenden. Jetzt haben wir ziemlich viele Harmoniegespräche gemacht. Beim nächsten Mal, meine Freunde, machen wir dann mit den Harmoniegesprächen weiter. Und so wie ich das überblicke, werden wir wahrscheinlich auch schon mit den Quests im gefallenen Arm anfangen. Da haben wir noch durchaus was zu machen. Verborgenes Dorf gerade mal ein Strichlein. Aber so wie ich das überblicken kann, hat sich dann nichts groß verändert. Nee, ja, wobei Ricky und Charla haben jetzt immerhin das blaue lachende Gesicht. Das ist neu. Aber gut. Zu Wayne leider auch nichts verändert, obwohl es da zwei Gespräche gleich gab. Naja.
Wir sehen uns dann im nächsten Part, meine Freunde. Bis dann.